Hallo, ich bin Helen. Ich bin Lena. Zusammen sind wir Helenas und heute sind wir in dem wunderschönen Vitra Showroom, um über Veränderung, Neustart und darüber zu sprechen, wie man seine Träume verwirklichen kann. Es ist einfach so eine kleine familiäre Runde ohne Bullshit-Bingo. Es geht hier nicht um jeder muss rauskloppen, was er alles kann und hat. Und ich finde, man fühlt sich halt einfach sofort mega wohl hier. Wir haben so 30 bis 40 Leute immer bei einem Dinner dabei, weil wir einfach wirklich wollen, dass die Leute auch noch untereinander mit in Kontakt kommen können. Genau, also der richtige, ehrliche Austausch, ne, dass der möglich ist. Wenn dann auf einmal 50 Leute am Tisch sitzen, wäre der einfach nicht mehr. Sitzt halt in entspannter Runde, ganz unvoreingenommen, redet entspannt miteinander, isst genüsslich miteinander und es ist halt eher auf einer persönlichen Ebene. Ich habe hier in so kurzer Zeit so viele schöne, tiefe, bereichernde Gespräche geführt. Hier ist es ja eher ein persönlicher, direkterer Rahmen. Der Austausch findet unter den einzelnen Personen statt. Ja, wir wollten einfach mal ein anderes, ich finde das Wort Netzwerken so schlimm, einfach ein anderes Business-Event auf die Beine stellen. Einfach, wo Menschen zusammenkommen, unabhängig von der Branche, von ihrer Position und Themen auf den Tisch bringen, die alle betreffen. Ganz genau. Und außerdem sind wir gerne Gastgeber. Hier begegnen sich ehrliche Menschen, die Lust haben, sich auszutauschen und sich aufeinander einzulassen. Und sonst ist es halt immer so steif, dass man an einem Ort sitzt, da hat man so ein paar Leute um einen rum. Und hier ist es halt wirklich total ungezwungen, man wechselt einfach den Platz, wechselt den Tisch und hat halt wieder neue Gespräche mit neuen Leuten. Und das ist halt sehr locker und also gefällt mir bisher super gut, muss ich sagen. Mein persönliches Wozu ist es einfach im Leben, Menschen mit sich in Kontakt zu bringen und vor allem auch andere in Kontakt zu bringen. Und mit Helenas Dinner haben wir beide einfach ein Format gefunden, wo ja, es nicht darum geht, wer du bist qua Amt, ja, was du für eine Position oder für eine Hierarchie hast, sondern einfach, du bringst dich als Mensch mit und wir tauschen uns zusammen aus und jeder kann von jedem maximal viel lernen. Genau. Und du bist genau so, wie du bist, gut. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Gefühl, was wir jedem Gast gerne mitgeben möchten. Uns geht es immer darum, wirklich eine tolle Location zu finden, tolle Partner dabei zu haben. Ja, und diesmal waren wir im Vitra Showroom. Mhm. Ne? Und ja, haben natürlich wieder Freddy Grun an Bord gehabt, der einfach richtig, richtig gute regionale, saisonale und maximal leckere Sachen zelebriert. Genau, mit dabei war dieses Mal auch Paul Will vom Weingut Landjung. Der hat unglaublich tolle Weine, ein Riesling, ganz köstlich, ein Rosé. Zu jedem Gang gab es eine spezielle Weinempfehlung und Weinbegleitung von ihm. Und das hat er uns ganz schön aus dem Rheingau mitgebracht. Genau, und vor allem, man konnte an dem Abend ja auch richtig bechern, denn Moja hat unsere Gäste abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Und insofern war das einfach eine richtig, richtig stimmige Nummer, oder? Ja. Genau, und zum Schluss gab es ja auch noch andere Drinks. Ne? Dank Wildchild haben wir nämlich noch richtig gute Gin Tonics hinterher gebechert. Absolut. Auf jeden Fall geht es natürlich weiter mit tollen Dinnerabenden, ja, in coolen Locations, mit tollen Partnern. Und für uns ist es einfach auch wichtig, ja, man kennt das nächste Modevokabel, Fachkräftemangel. Firmen sind natürlich auch gefordert, sich vielleicht mal von der anderen Seite zu zeigen und mal ganz anderes in Kontakt zu kommen. Und insofern bieten wir mit Helenas Dinner einfach auch eine total schöne und eine echte Plattform, ja, um einfach auch mal anders in Erscheinung treten zu können. Und ja, vielleicht auch neue Mitarbeiter für sich gewinnen zu können oder die eigene Marke mal in einem ganz anderen Rahmen erlebbar zu machen.